Das war doch relativ. Ich höre. Dieter Holz, ich höre. Was ist? Meine Damen und Herren, ich höre, uns liegt eine erste Hochrechnung vor. Tja, da gebe ich sofort ab an Dieter Rolf. Ja, bitte. Spannend, das ist jetzt die erste Hochrechnung. Die CDU kommt auf 28%. Das ist ein Minus von 10%, meine Damen und Herren. Die SPD kommt auf minus 14,5%. Das wäre ein Minus von 40%. Moment, Dieter Rolf, liegt da ein Grafikfehler vor? Nein, das ist offensichtlich das Ergebnis der vereinfachten Wahlzettel, die man gedruckt hatte, um auch politikferne Wähler wieder zurück an die Wahlurne zu bekommen. Man konnte als Bürger also auch abstimmen unter der Rubrik Egal, Hauptsache nicht die SPD. So, dann schauen wir mal weiter. Die Linken kommen auf 5,5%. Die Grünen kommen 5,5%. Und jetzt die FDP kommt auf nix. Das war zu erwarten. Jetzt wird es natürlich spannend, meine Damen und Herren. Schafft die AfD den Sprung über die 38%-Hürde? 38% für die AfD, das ist... unglaublich. Wie ist das zu erklären, Dieter Rolf? Ich frage mal ganz direkt, stecken da die Russen dahinter? Dafür gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Informationen. Deswegen würde ich an dieser Stelle ganz klar sagen, ja. Also doch. Was bedeutet das jetzt für mögliche Koalitionen? Naja, man könnte die Zusammenarbeit mit Russland auf andere Füße stellen. Vielleicht. Ich meinte ja im Bundestag. Ach so, ja. Schauen wir uns doch mal die Koalitionsmöglichkeiten an. Wir haben hier die CDU-SPD zusammen, also die CDU 28%. Jetzt müssen wir die SPD dazu bzw. abziehen. 13,5%, das reicht nicht mehr ganz für eine große Koalition. Allerdings, die SPD hatte sich ja explizit eine rot-rot-grüne Koalition offen gehalten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, ist ganz interessant, dass es für so eine Koalition keine Mehrheit mehr gibt. Zumindest diese Strategie scheint aufgegangen zu sein. Rechnen wir trotzdem noch mal rot-rot-grün zusammen. Also wir haben hier die Grünen 5,5%, die Linken kommen auf 5,5%. Jetzt müssen wir die SPD abziehen und dann wären also Linke und Grüne auch nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten.